Nach der ersten Ausstellung Gehölz im Jahr 2014 zeigen wir nun mit Gehölz die zweite, sechs weitere Vertreterinnen und Vertreter der aktuellen Bildhauerei in Holz aus Deutschland. Der etwas altertümlich anmutende Titel Gehölz sagt noch nicht viel über den Inhalt der Ausstellung aus. Er verrät lediglich, dass alle Bildhauerinnen und Bildhauer mit Holz arbeiten. Die Bildhauerei in Holz ist eine der ältesten skulpturalen Ausdrucksmöglichkeiten, die wir in unserer Kunst- und Kulturgeschichte kennen. Gegenwärtig laufen die verschiedenen Strömungen von figürlicher bis abstrakter Darstellungsweise gleichberechtigt nebeneinander. Die Ausstellung Gehölz die zweite beleuchtet genau diese Darstellungsweisen und ihre Zwischentöne. Vor allem aber wird auch das organische Ausgangsmaterial Holz von allen Bildhauerinnen und Bildhauern ganz unterschiedlich aufgefasst. Dadurch entsteht ein spannungsreicher Rundgang durch die aktuelle Bildhauerei in Holz, auf den ich Sie gerne mitnehmen möchte. Markus Keuler lässt in seinen Plastiken die Oberflächen des Ausgangsmaterials Holz meist roh. Die Arbeiten sind kubisch und sichtbar gestückelt. Er arbeitet mit Verzerrungen, Verkleinerungen oder Vergrößerungen, was einen zu starken Naturalismus unterdrückt. Menschen sind im Fokus des Künstlers, besondere Menschen, deren Physiognomien Merkmale des sogenannten Down-Syndroms, also Trisomie 21, aufweisen. Dass sich Markus Keuler dieses immer wiederkehrende Motiv für seine Skulpturen ausgesucht hat, scheint verwunderlich. Sie gehören nicht zum kunsthistorischen Kanon. Sie sind in der öffentlichen Sichtbarkeit unterrepräsentiert und sie konfrontieren uns mit der eigenen Unsicherheit. Es erklärt sich aber, kennt man die Motivation, aufgrund derer Markus Keuler das Tischlerhandwerk aufgegeben und mit Kunst begonnen hat, Fragen ans Leben stellen zu wollen und was das Menschsein ausmacht. Deshalb ist neben der Präsenz im Raum und zum Gegenüber auch die offensichtliche Fremdheit unersetzliches Element der Skulpturen. Komposition ist wohl die passende Umschreibung der meist überlebensgroßen Holzplastiken von Klaus Effern. Für die Ausstellung Gehölz die zweite hat der Künstler als zentrales Werk das Relief Il Chapucin von 2015 überarbeitet. Die neue, zweite Version ist eine raumfüllende Assemblage, die sich auch inhaltlich von ihrer Vorgängerversion unterscheidet. Die ursprüngliche Bildtafel, bestehend aus 6 Brettern mit montierten Versatzstücken und Zeichnungen, wurde in die Höhe gebockt und erreicht damit nun eine beeindruckende Gesamthöhe von 2,60 Meter. Die Darstellung der Landschaft wurde seitlich und nach vorne durch Stammabschnitte und geschnitzte Äste ergänzt, die bis zu 4 Meter in den Raum greifen. Erstmals verwendet Klaus Effern auch nicht organische Stoffe wie Folie und Kabel für die Gestaltung der Landschaft. Die dünneren Kabel ergänzen die mitteldicken Äste als Zeichnung im Raum. Die schwarz glänzende Folie erweitert die natürliche Farbpalette und Haptik der Arbeit. Außerdem verdeckt sie vorherige Bildteile, die inhaltlich nicht mehr zur neuen Aussage beitragen. Aus dem ehemaligen biografischen Vater- und Sohn-Porträt ist ein Landschaftsbild entstanden, das die Wechselwirkung von Mensch und Natur thematisiert. Die Kinderskulpturen nehmen seit 2016 eine besondere Stellung in Susanne Ausländers Œuvre ein. Die lebensgroßen Figuren zeigen Kinder aus weniger und am wenigsten entwickelten Ländern. Sie befassen sich mit dem Thema Kinderarbeit. Sie zeigen Kindersoldaten in Afrika oder Asien,
gefährlichste Arbeiten in indischen Steinbrüchen, Minenarbeit in Burkina Faso, Madagaskar, Mali oder im Kongo, Müllsammeln auf den Philippinen. Die Liste der unmenschlichen Zustände weltweit ist erschreckend lang. Der aufgeklärte Europäer weiß um dieses Problem, aber so schlimm ist die Vorstellung davon, dass wir es lieber ausblenden, weil Schuld an deren Misere die westliche Konsumgesellschaft ist und damit wir selbst. Susanne Ausländer zählt die Missstände auf, ohne in expressionistisches Pathos zu verfallen. Die Skulpturen sind zwar inszeniert, aber nehmen keinen Kontakt zur Umgebung und ihren Betrachterinnen auf. Sie scheinen durch uns durchzublicken. Wir bleiben also mit uns und unseren Gedanken allein. Die aufstrebende Stele, herausgeschnitten aus einem geleimten Holzblock, ist die bevorzugte bildhauerische Form von Gunther Gerlach. Deutlich wird, dass die Arbeiten in Interaktion treten und damit ein Verhältnis von der Einzelform zum Ganzen aufgebaut wird. Gerlachs Arbeiten, so abstrakt sie aus konkaven und konvexen Formen aufgebaut sind, liegt Figürlichkeit inne. Es sind keine menschlichen Figuren, aber es klingt ein deutliches Echo durch. Bei den Arbeiten aus der Serie Beflügelt ist diese Figürlichkeit auch im Titel immanent. Stark erinnern sie an geflügelte Wesen, die manche Menschen Engel nennen. Zwei weitere Ebenen gehören zum Œuvre Gerlachs: Zeichnung und Lyrik. Sprache ist ein flüchtiges Medium, Zeichnung ein flexibles. Beide bilden einen spannungsvollen Kontrast zu der Stabilität und Statik der Skulpturen. Jedoch ergänzen sie sie auch kongenial durch bildhafte Assoziationen und Widerspiegelungen. Regine Havelek beschäftigt sich mit dem Baum als Ursprung und der Vorstellung, die sich der Mensch von seiner Umgebung macht. Im Transformationsprozess vom Lebewesen zum Material und wieder zurück ist der Baum Motiv ihrer Skulpturen. Bereits seit 2006 ist die Doppelskulptur 2 Bestandteil des Kunstbereichs Waldwegzeichen im Sikafriedeholz unweit des Sikafor-Werks. Die Installation inmitten eines Waldweges harmonisiert perfekt mit dem Wald und dessen Vielfalt aus Formen, Figuren und Sinneseindrücken. Neben den Skulpturen von Bäumen entstehen aktuell vorwiegend Reliefs. Massivholztafeln, auf denen ein Blick durch Äste in die Baumkrone oder den Himmel dargestellt ist. Regine Havelek bohrt in bedrucktes Papier, welches auf eine Holztafel kaschiert wurde. Durch die unterschiedlich tiefen und großen Bohrungen tritt das Holz zutage. Die Papierränder erheben sich leicht und ein dreidimensionaler Eindruck entsteht. Beim Betrachten der Werke ist die Blickrichtung ebenfalls von Bedeutung, denn die Reliefs entfalten eine unterschiedliche Wirkung, je nachdem, von welcher Seite man sich ihnen nähert. Bis Mitte der 1980er Jahre waren die Skulpturen von Beate Debus geprägt von einer relativ geschlossenen, realistischen Figurenform, die immer mehr aufgebrochen wurde. Heute haben ihre Skulpturen eine abstrakte, expressive, aber reduzierte Formensprache, in der der Mensch immer noch als Körper nachhallt. Auffällig an den Arbeiten ist ihre Gliederung in helle und dunkle Bereiche. Zunächst werden die Arbeiten komplett abgeflammt, bis ihre Oberfläche schwarz ist. Die schwarzen Elemente sind die sich bewegenden Teile des Körpers, die in den Raum greifen. Die für die Künstlerin geerdeten, statisch erscheinenden Teile werden anschließend erneut abgeschliffen und mit Schlemmkreide geweißt. So treten auch die Arbeitsspuren besonders hervor, verdecken aber gleichzeitig die natürliche Maserung des Holzes. Die Skulpturen versinnbildlichen die inneren Seinszustände, ähnlich wie beim Ausdruckstanz,
bei dem das individuelle und künstlerische Darstellen und auch Verarbeiten von Gefühlen wesentlicher Bestandteil ist.